Heute möchte ich über ein äußerst kontroverses Thema sprechen, das uns wirklich alle betrifft. Stellt euch vor, alles, was mehr als 100.000 Euro wert ist, steht plötzlich unter Generalverdacht. Euer Haus, eure Wohnung, euer Auto, alles. Und das ganz ohne Gerichtsbeschluss. Das ist wirklich beunruhigend, also unglaublich. Mehr dazu nach einem kurzen Intro. Los geht's. Ja, ihr habt richtig gehört und genau das steht in einem neuen Gesetz, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Doch bevor wir uns tiefer damit befassen, werfen wir einen genaueren Blick auf die Hintergründe. Das Gesetz, das als Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, also kurz VVBG bekannt ist, wurde vom Bundesfinanzministerium herausgebracht. Sein erklärtes Ziel ist ganz klar die Bekämpfung von Vermögensverschleierungen und die Abschöpfung von Gewinnen aus kriminellen Machenschaften. Man will damit die Verschleierung bekämpfen und es kommt vor, dass Personen Vermögensgegenstände quasi verschleiern. Zum Beispiel das Grundstück, was mit Schwarzgeld gekauft wurde. Hier wird eben über Gesellschaften oder Strohmänner der Kauf verschleiert. Das ist letztendlich der Hintergrund und die möchte man gerne abschöpfen und das allerdings ohne große Umwege über Gerichte, Prozesse und Staatsanwaltschaften, sondern einfach und direkt. Und das ist wirklich unglaublich und hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Denn das Gesetz ist so schwammig formuliert, dass es Millionen von Menschen unter Generalverdacht stellt und so ganz klar einen direkten Angriff auf unseren Rechtsstaat darstellt. Schauen wir uns mal genauer an, was dieses Gesetz besagt. Erstens, die 100.000 Euro Grenze. Alle Vermögensgegenstände über diesem Wert gelten als verdächtig. Und das betrifft alles, egal ob es physisch vorhanden ist oder eben nicht. Aber wie wird ein Vermögensgegenstand nun verdächtig? Das Gesetz legt fest, dass es verdächtig ist, wenn die tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht ausreichen, um den Besitz zu erklären. Es gibt auch andere Faktoren, die einen Vermögenswert verdächtig machen, wie mangelnde Transparenz über den Eigentümer oder eine Vorstrafe wegen einer Vermögensstraftat. Und dann ist da noch die Sache mit den geografischen Risikogebieten. Wenn ihr in einem solchen Gebiet lebt oder arbeitet und euer Besitz einen Wert von mehr als 100.000 Euro hat, dann gilt das automatisch als verdächtig. Doch was ist ein geografisches Risikogebiet? Das Gesetz versucht es zu definieren, aber auch hier nur oberflächlich. Es umfasst hauptsächlich Drittländer, also alle Länder außerhalb der EU, in denen kriminelle Aktivitäten laut glaubwürdigen Quellen stark ausgeprägt sind. Doch wer sind diese glaubwürdigen Quellen und welche Kriterien machen ein Land überhaupt verdächtig? Diese und viele weitere Fragen bleiben unbeantwortet und werfen ein weiteres Licht auf die Schwächen dieses Gesetzes. Und was passiert, wenn ein Vermögensgegenstand als verdächtig eingestuft wird? Der Staat kann ihn vorläufig sicherstellen ohne Gerichtsbeschluss. Das bedeutet, er kann euer Telefon abhören, er kann eure Post öffnen und ihr müsst euch rechtfertigen, ohne dass ein ganz konkreter Verdacht vorliegt. Diese Befugnisse liegen nun beim neuen Mega-Finanzamt, dem Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, welches seit dem 1. Januar 2024 aktiv ist. Doch steht das neue Gesetz tatsächlich kurz bevor? Das Bundesfinanzministerium hat es bereits veröffentlicht und jetzt äußern die Verbände ihre Meinung dazu. Einige, wie die Bundesnotarkammer und der Beamtenbund, finden es größtenteils völlig akzeptabel. Lediglich der Bund der deutschen Kriminalbeamten äußert wirklich Bedenken. Sie kritisieren vor allem die 100.000 Euro Grenze, die sie als willkürlich und nicht evidenzbasiert betrachten. Meiner Meinung nach werden hier massiv Grundrechte missachtet, sollte das Gesetz wirklich so eingeführt werden. Ganz klar das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Fernmeldegeheimnis. Es kann nicht sein, dass einfach jemand dein Telefon abhört oder deine Post liest. Rechtsstaat bedeutet, dass immer ein gerichtlicher Beschluss benötigt wird. Ansonsten wird logischerweise der Willkür hier für die Ermittlungsbehörden Tür und Tor geöffnet. Vorher muss ganz klar immer ein Richter oder eine Richterin einen Beschluss fassen. Zumindest läuft es in einem Rechtsstaat so, oder ich muss anders formulieren, es sollte so in einem Rechtsstaat laufen.
Wie kann das aber alles sein? Vor allem habt ihr hier etwas davon gehört. Nach dem 23.04. von den Qualitätsmedien, von den öffentlichen Medien, gab es hier irgendeine Diskussion? Also ich habe nichts gehört. Oder habt ihr auch gehört, dass ein EU-Vermögensregister eingeführt werden soll? Die Folgen könnten nämlich hier auch weitreichend sein, wenn es wirklich dazu kommen sollte, was nicht auszuschließen ist. Ihr habt es ja gehört, die Bundesnotarkammer und der Beamtenbund, die finden das alles ja schon in Ordnung. Nicht nur könnten unschuldige Bürger unter Generalverdacht gestellt werden, sondern auch die Wirtschaft könnte logischerweise auch beeinträchtigt werden, da Investoren möglicherweise weiter abgeschreckt werden, hier auch im Land zu investieren. Wobei ich sagen muss, dass gerade in Deutschland die Investoren eh schon aufgrund der katastrophalen Ampelpolitik auch ohne dieses neue Vorhaben längst abgeschreckt worden sind. Ja, wie können wir uns dagegen wehren? Es ist wichtig, sich für den Schutz natürlich der Grundrechte einzusetzen, aber es interessiert sich leider die Masse nicht dafür und es wird immer weitergemacht. Und dieses Gesetz ist nicht das einzige, das in letzter Zeit, wie gesagt, für große Diskussionen sorgt. Was noch vor 2 Jahren als wilde Verschwörung abgeurteilt wurde, wird auch hier wieder Wahrheit. Und ich sage hier nur EU-Vermögensregister, welches meiner Meinung nach früher oder später, meiner Meinung nach eher früher, zu einer einmaligen Vermögensabgabe führen wird. Und all diese Maßnahmen werden im Hintergrund miteinander verbunden und darauf abzielen, ganz klar die Vermögensverhältnisse transparenter zu machen und dann am Ende natürlich den Bürger zur Kasse zu bitten. Und das betrifft nicht die Hochfinanz, sondern die Masse der Bürger, die sich eben nicht damit beschäftigen und womöglich immer noch ihr Geld auf Sparkonten oder in Lebensversicherungen horten. Und wenn du denkst, das ist eine kleine Minderheit, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist wirklich immer noch die Masse. Ja, was mich interessiert, wie siehst du das Ganze? Erkennst du da ein Muster? Und vor allem, wie schützt du dich? Wie schützt du dein Geld? Wie immer bin ich sehr interessiert. Schreib es mir unten in die Kommentare und vor allem teile dieses wichtige Video in deinem Netzwerk, dass wirklich jeder davon erfährt. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch hier über jedes Abo. Mein Fazit hierzu ist, dass dieses Gesetz den Rechtsstaat in Deutschland mit Füßen tritt und weitreichende Auswirkungen haben könnte.